Herzlich willkommen bei Cooles zum Kauen. Lass uns gemeinsam heute ein Jungrind beim Wiederkauen beobachten, in freier Natur und ganz natürlicher Umgebung. Das Verdauungssystem des Rindes ist optimal physiologisch auf die Grundfutterverwertung des Grünlandes angepasst. Die unermüdliche Stoffwechselarbeit findet im Vormagensystem des Rindes statt. Hier kommt es zur optimalen Verwertung des Grundfutters, vor allen Dingen durch die intensive Wiederkautätigkeit. Ein Rind kaut 27.000 Kauschläge pro Tag wieder. Dazu benötigt es viele Stunden in Ruhe, Entspanntheit, in einem großen Platzbedarf, um mit seinem Körper diese Stoffwechselarbeit ausführen zu können. Man zählt in etwa für 1 Kilogramm Rohfaser, dass das Rind ca. 3 Stunden Wiederkauzeit benötigt, um 1 Kilogramm zu verwerten. Das bedeutet am Tag 10 bis 12 Stunden Wiederkauzeit, die vor allen Dingen in Ruhe, in entspannter Liegeposition, in einem fast dösenden Allgemeinzustand, bei dem die Tiere häufig die Gliedmaßen von sich strecken, 1 oder mehrere oder alle 4. Wir können hier Rinder in verschiedenen Positionen sehen. Um dann in Ruhe das Futter aus dem Vormagensystem wieder in die Maulhöhle zu befördern und wieder zu kauen. Unser Jungrind liegt bereits und hat schon 3 Gliedmaßen von sich gestreckt und genüsslich und auch noch die 4. Gliedmaße in Liegeposition gebracht. Ein gesundes Rind hat ca. 55 Kauschläge pro Minute. Bei sehr extrem intensivem Wiederkauen kann es zu 80 bis 90 Kauschlägen pro Minute kommen. Und jetzt bist du an der Reihe. Wir werden jetzt 1 Minute gemeinsam die Kauschläge bei unserem Jungrind zählen, um zu ermitteln, ob das Jungrind, was wir hier beobachten, gesund ist. Mal sehen, wie viel du ermittelst, und ich zähle auch mit. Lasst uns einfach beginnen und start. Na, wie viele Kauschläge hast du ermittelt? Bei mir sind es ca. 64. Das spricht für einen sehr gesunden Allgemeinzustand dieses Jungrindes. Das war's für heute. Bis dahin, beim nächsten Podcast bei Cooles zum Kauen.